Just bounce. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry. Und wir sind jetzt mal wieder woanders rausgekommen. Aber ist okay. Ja. Was machen wir heute? Wir gucken. Wir machen heute das H hier. Und dafür reisen wir hier schnell hin. Und dann machen wir das H. Ich glaube, das ist, wie heißt der? Ach, keine Ahnung. Der heißt einfach H. Der Typ heißt einfach nur H. Okay. Ich dachte, du kommst nicht zurück. Halt's Maul, Alter. Was wollten ihr alle nur von mir? Jedes Mal, Mann. Bist du behindert, Junge, Alter? Wollte der Heli mich echt umfahren oder so? Keine Ahnung, was der da wollte. So. Wie ihr alle wisst, so, gucken wir mal, was der Haar hier, der Typ zu mir sagt. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn das Video heute rauskommt, treffe ich mich mit Pete und Martin und machen ein Video für euch alle. Da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Das wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. Ich dachte gerade, wir müssen mal wieder was Großes zusammen machen und boom, da bist du. Du hast angerufen und was Großes zusammen machen? Die Affen und Bananen. Schnell, woran denkst du, wenn ich Affe sage, Mann? Bananen. Statuen, Mann. Pagans Affenstatuen. Ich war, weißt du, früher nicht immer nett zu meinen engsten Verwandten, den Affen. Und ich würde das von damals gerne wieder gut machen, das mit den C4-Westen. Was? Wie ein 12-Schritte-Programm mit Waffen. Ich würde selbst machen, weißt du, ich habe Coco 6 und Bongo 2 mitgebracht. Aber die haben kein Körperfett, Mann. Die erfrieren schneller, als man Affe am Stiel sagen kann. Das ist das Problem, weil auf der Straße heißt es, es gäbe eine Affenstatue in einer Eishöhle ganz oben in den Bergen. Und ich weiß wo. Warte, welche Straße? Die Straße, Alter. Das ist viel triffst du nicht. Hör zu, die Royal Army sucht auch nach der Statue. Also hopp, hopp. Okay, irgendwas mit einer Statue und 200 Meter, das ist ja nicht so weit eigentlich. Wir nehmen Pfeil und Bogen raus. Irgendwie ist das mir die sicherste Variante. Und gucken wir mal, was jetzt hier noch geht. Am Ende ist das hier nur so ein kleines bisschen, ey. Oh, ey. Ihr müsst verstehen, ich bin immer noch ein bisschen krank und so. Aber, naja. Kann man nichts machen gegen. So. Sind wir ja schon da. Ach nö, der Typ führt uns wieder irgendwo ins Schneegebiet oder was? Hallo AJ. Hi. Erstmal einen Schluck Kaffee. So. Nö, ich spritze dich doch nicht. What the fuck? Oh, ja. Finde die Affenstatue. Mhm. Naja, dann gucken wir mal eben. Aha. Bei 7748 Meter oder so. Noch nicht ganz oben. Ach so? Oh. Dafür müsst ihr erstmal mich finden, ihr Hurensöhne. Du bist gleich
gleich nur noch ein weiterer toter Pfad. Was ist denn das jetzt? Granate oder so? Okay. Da hinten ist noch einer, seht ihr den? Headshots. Gehen wir weiter. Eigentlich wollte ich das hier in Ruhe machen. Aber wenn man mich nicht in Ruhe machen lässt, dann kann ich sehr ungemütlich werden. Ist irgendwo eine Kiste. Da. Die nehmen wir natürlich mit, bevor wir hier reingucken. Ja, da ist keiner. Die liegt außerhalb. Kirk, hier ist eine Kiste, aber sie ist leer. Alter, vermassel mir nicht die Tour. Warte. Halte deine blauen Eier fest. Wenn Vagans Gorillas noch da oben sind, wette ich Kohle gegen Jungfräulichkeit, dass die Statue auch nicht haben. Vielleicht liegt die Affenstatue noch irgendwo auf Eis. Oh, ja, warte. Ich hab mich gerade auf eine Idee gebracht. Voll das versteckte Wortspiel. Guck dir den Gletscher an. Wie komm ich denn jetzt zur Truppe, Mann? Achso. So kommen wir darüber. Jawohl, mein Freund. So, ihr könnt mir erzählen, was ihr so Schönes so zu Silvester macht. Ob ihr da ja richtig einen wegsauft oder keine Ahnung, was ihr da macht. Aber du hast mich nicht. Könnt ihr ja mal sagen, würde mich mal interessieren, was ihr so zu Silvester macht. Oder wie bei euch Silvester aussieht. Nein, ich sterben jetzt. Könnt ihr ja mal sagen, das würde mich sehr interessieren. Was mache ich zu Silvester? Wir treffen uns mit Freunden, bei Freunden. Das sind vielleicht so 10 Mann oder so und werden uns richtig hinwegtrinken. Wie schon gesagt, ich konnte das, also kann man auch gleich mal hier so ein Video sagen. Ich hatte halt mal eine längere Beziehung und da habe ich halt nie was mit Freunden gemacht zu Silvester. Und jetzt nach 5 Jahren oder so kann ich mal wieder einen wegsaufen. Und das ist halt ganz geil, wenn man mal wieder einen saufen kann. Da freut man sich, dass man Freunde mal wieder sieht und Party mit denen machen kann. Und ja, wird richtig schön innen weggesaufen. So, den haben wir ausgeschaltet. Das sah auf jeden Fall kritisch aus, der Typ. Schön. Nur muss ich jetzt dort rein. Okay, das ist aber auch eine ziemlich krasse Mission. Mach auf! Ich bin jetzt im Kreis geschwommen. Ja, schätze ich mal. Oh Mann!
keine. Ich muss jetzt hier gerade nach unten. Oder so. Ja. Schlagen das trotzdem auf hier. Schneller, 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 schneller. Immer schön die Luftblasen hier. Normalerweise könnte man das nicht mehr überleben bei den Eiswasser. Aber er ist halt der Überboss, ne? Also er ist wirklich er. Der echte Eistaucher. Ich kenne ihn nicht mehr. Also Bear Grylls hätte das nicht mehr geschafft, glaube ich. Auf jeden Fall muss ich hier raus. Nur das Problem ist, er gibt mir keine Animats. Jetzt zum Klettern. Heilen. Sollten wir. Damit darf er nicht durchkommen. Er beleidigt den König. Alter, 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 ohne Spaß. Mein Gott, ey, die Dicken, die halten aber auch was aus, ey. Was ist denn das hier? Hier könnt ihr lesen. Ah, hier. Okay. In solchen Höhen sollte man mit sowas aufpassen, glaube ich. Heilen. Ganz wichtig, nach so einem Sprung. Noch einen Schluck Kaffee. Und nochmal heilen. Na, Mission geht auch schon wieder 14 Minuten, ne? Also ganz easy.
Okay, da haben wir einen Bären erledigt. Der hat ein paar Pfeile ausgehalten. Also bis jetzt das krasseste Tier. Ich habe nur Angst, wenn ich jetzt hier hochgehe irgendwo, kommt noch irgendwas anderes. Also ich... Wie ein Labyrinth jetzt hier aufgebaut oder so, keine Ahnung. Haben wir jetzt das erste Vieh schon, aber ich höre ja noch ein zweites. Also so ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hört. Da. Schnell nachladen. Ne, es waren nur zwei und der Bär. Also können wir uns glücklich schätzen und das haben wir einfach mal geschafft. Und dann müssen wir jetzt wissen, wo es hier weitergeht. Also hier ging es raus. So scheint es zumindest. Da ist irgendwo die Affenstatue. Hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Oh, bestimmt ganz oben oder so. Jawohl. Don't fuck with me. Ja, was weiß ich, wo ich hier hoch muss, Mann. Ey, yo, ey. Ne, da unten, ne? Sagst du gleich, mein Freund. Entkomme aus der Höhle. Ja, no problem, oder? Raus hier! Ach, du schnappst dir gar keinen. Aber gut, dass wir die Fischer vorher noch weggemacht haben. Shit. Zeigt mir irgendwie was anderes an, wo ich hin muss. Warum auch immer. Oh shit! Oh Mann, ey. Okay. Mann, ich muss doch irgendwo hier rauskommen, ihr Fickers. Aber hier geht's nicht weiter. Und da ging's zurück. Jetzt muss ich wirklich gegen die kämpfen und... Keine Ahnung. Ohne Spritzen bist du auch so verloren in dem Spiel. What the fuck? Komm her, du Fixer, Alter.
Wir machen auch so viel Schaden mittlerweile. Oh, fuck you. Verbinde schneller, mein Freund. So viele können das doch gar nicht sein. Das ist der letzte hier. Der kriegt eiskalt. Mann! Oh, ey, ohne Witz. Wechselt der Witter automatisch einfach zu der Waffe wegen den scheiß Touchpads, Alter. Na komm, Mann! Oh, Alter, der Typ, der hat sich wie... Fuck doch die Bitch ab, Alter, ohne Spaß, Mann. Ich will einfach nur dort hoch, wo das dort angezeigt wird. Kann das denn so schwer sein? Nee, kann's nicht. Ja, und jetzt? Ja, hallo, willst du mich verarschen? Ey, willst du mich verarschen, Mann? Naja, Jungs, dann, Das ist aber auch so eine Scheiße. So, da sind wir erstmal jetzt hier oben. Weiter geht's. Hoffentlich kommen wir jetzt hier raus. Hört, ich hab's. Hol mich hier raus. Absolut, Mann. Ich bin der Wind unter deinen Flügeln, aber komm nicht auf Ideen. Ich bin nämlich nicht monogam. Hab's versucht. War scheiße. Ein Bulle braucht Auslauf, Mann. Ich brauch Auslauf. Geschafft jetzt oder eher nicht? Jo, geschafft anscheinend. Gott, ist das eine Harpune? Alter, begrüße den Pfähler. Den nimmt man nicht mehr nur für Wale. Ich sag dir, weißt du, das wird das Ding in jedem Schlafzimmer. Mit den richtigen Aufsätzen. Totaler Indie-Moment. Hattest du einen Beutel Sand? Und hast die Statue durch den Beutel ersetzt, weil da eine Druckplatte drunter war? Nein. Nein, aber es gab eine Schlangengrube? Schlangen? Im Schnee? Nein. Nicht? Oh, cool. War bestimmt trotzdem episch genug, um den Affengott zu besänftigen. Wenn ich die anderen finde, dann melde ich mich, okay? Es gibt noch mehr? Mhm. Also dann? Okay. Du hast meine Nummer. Ich glaube, du hast meine. Das stimmt. Und deine Adresse. Alter. Der dachte echt mal, es ist Indiana Jones hier oder so. Keine Ahnung. Aber gut. Dann entschuldigt nochmal das Husten. Dann werde ich mich jetzt verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.